Jedes Jahr wieder zählt ein Ereignis zu den absoluten Highlights der Staffel in Heidi Klums Castingshow Germany's Next Topmodel. Das große Umstyling. Modelmama Heidi denkt sich für jede Kandidatin eine optimale Typveränderung aus und geht teilweise sehr radikal vor. Jede Menge Drama und Tränen sind also vorprogrammiert. Unvergessen ist etwa die Transformation von Topmodel-Siegerin Kim Nizdo, die sich 2016 von ihrer langen, blonden Mähne verabschieden muss, weil Heidi ein Kurzhaarschnitt vorschwebt. Ähnlich läuft es 2008 bei Gewinnerin Jennifer Hof ab. Aus lang mach kurz, das ist eines von Heidis liebsten Spielchen. Aber auch in puncto Farbe experimentiert die 49-Jährige gern an ihren Models. Finalistin Romina Palm, ehemals dunkelblond, verlässt das Umstyling mit einer feuerrot leuchtenden Mähne. Und auch Kandidatin Vanessa mutiert durch neue Farbe von der grauen Maus zur Überfliegerin. Den türkisen Haaren sei Dank. Offensichtlich hat Heidi mit ihren wagemutigen Farbveränderungen oft den richtigen Riecher. Denn sowohl Vanessa als auch Romina bleiben selbst Jahre nach GNTM bei den Knallfarben. In Farbe und Schnitt nicht wiederzuerkennen ist auch Kandidatin Zoe Salome Saib im Jahr 2018, nachdem Heidi aus ihrer einst blonden Mähne eine platinblonde Ponyfrisur zaubert. Anastasia Borisova macht 2020 eine ähnliche Verwandlung durch. Statt mit ihren zuvor langen Haaren geht sie mit einem kurzen Bob und rabenschwarzen Haaren aus dem Umstyling. Und für Finalistin Luca Lorenz überlegt Heidi sich sogar ein Novum bei GNTM. Der Kandidatin aus dem Jahr 2022 verpasst sie eine Dauerwelle. Am 16. März 2023 ist es endlich wieder soweit. Garantiert hat Heidi auch beim diesjährigen Umstyling viel mit ihren Modelanwärterinnen vor. Nur so viel vorab. Es ist von pinken Haaren die Rede und wieder einmal fließen Tränen. Wir sind gespannt.